Nun, wir haben Musik, einen Sternenhimmel. Es ist beinahe wie in einem Disney-Film. Ich schenke dir einen Tanz, wenn du möchtest. Also, was sagst du? Ja, gern, antworte ich, ohne nachzudenken. Und dann beginnen wir tatsächlich zu tanzen. Meine Hand in seiner, die andere an seinen Hüften, seine rechte Hand an meinem Rücken. Erik wiegt mich sanft und ich fühle mich ihm so nah und verbunden. Es ist schön, wie er mich im Arm hält und seine Wange an meine schmiegt. Ich mag es, wie er duftet. Ich mag so vieles an ihm. Als er mich ohne Vorwarnung herumwirbelt, sind seine Lippen auf einmal nur noch wenige Zentimeter von meinen entfernt. Mein Herzschlag geht schneller, weil seine Berührungen ein Kribbeln auf meiner Haut hinterlassen und diese heftigen Gefühle in mir auszulösen. Viel zu heftige Gefühle. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist mein Sommerlektüre-Tipp Nummer 2 dran. Und zwar ist es dieses Buch hier, Irgendwo hinter den Wolken von Michelle Schrenk. Sieht erstmal richtig, richtig toll aus. Ich liebe ja so eine Farbkombination wirklich sehr. Und es ist wieder ein schönes, dünnes Taschenbuch. Hat, glaube ich, so um die 250 Seiten. Ist also perfekt so für den Urlaub oder wenn man mal öfter jetzt rausgeht, ins Freibad geht, auf dem Balkon lesen möchte. Ich liebe ja so kleine, feine, fluffige Sachen, die auch so emotional nicht so extrem anstrengend sind. Also wer mir schon länger folgt und auch meine Buchgeschichte so ein bisschen verfolgt, ich lese ungern etwas, was mich emotional aufwühlt oder was mich traurig macht. Und ich lese lieber so ein bisschen lebensbejahende Sachen. Und ich möchte euch gerne eine meiner Lieblingsstellen jetzt vorlesen, weil ich dazu dann auch noch ein bisschen was zu sagen habe. In all den Jahren habe ich ständig um Liebe und Aufmerksamkeit gebettelt. Erst bei meinen Eltern, dann bei Chris. Schon bei meiner Geburt war ich eine Enttäuschung, denn ich hätte der Junge werden sollen, den mein Vater sich immer gewünscht hatte. Ein Junge, mit dem er Fußball spielen und in seinem Hobbykeller werkeln könnte. Aber ich war nur ein Mädchen. Und so sehr ich mich auch bemüht habe, immer mein Bestes zu geben, artig zu sein, gute Noten zu schreiben und nicht aufzufallen, es war trotzdem nie genug. Ständig passte etwas nicht. Dann sah mein Vater mich an und meinte mit einem tiefen Seufzer, »Es ist nun mal immer das Gleiche mit dir, Sophie.« Je älter ich wurde, desto stärker wurde dieses Gefühl in mir, nicht gut genug zu sein. Mein Vater war sich sowieso sicher, dass aus mir nichts werden würde. Ihm war es nicht wichtig, was ich tue. Ich blieb auf der Realschule, schaffte den Abschluss und hatte nicht die geringste Ahnung, was ich danach machen sollte. Da ich im Kunstunterricht stets gute Noten gehabt hatte, fing ich schließlich in einem kleinen Designladen eine Ausbildung zur Glas- und Porzellanmalerin an. Sie machte mir sogar Spaß, denn für Kunst und Gestaltung hatte ich mich schon immer interessiert. Diese Ausbildung wird sie aber zum Beispiel nie zu Ende machen. Also hier kommen ganz klar diese Sätze, mit denen ich auch sehr, sehr viel in meinem Mama-Coaching arbeite. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und das hat Sophie einfach von Anfang an in ihrem Elternhaus mitbekommen. Und am Anfang glaubst du einfach alles, was deine Eltern dir sagen. Was deine Eltern dir sagen, ist die Wahrheit. Und wenn sie dir sagen, du bist nicht gut genug, oder wenn sie dir das Gefühl geben, du bist nicht gut genug, bist nicht liebenswert, dann bist du selbst auch dieser Meinung. Und das nimmst du halt mit in dein Erwachsenen-Ich. Also bei Sophie hat sich das dann auch in ihrer Beziehung so fortgesetzt. Und sie war einfach der festen Meinung, dass sie nicht gut genug ist für niemanden. Und das ist etwas, was ich in meinem Mama-Coaching sehr, sehr oft mache. Wir decken diese blockierenden Glaubenssätze, wie ich bin nicht gut genug, auf, lösen den auf, also beweisen, dass er falsch ist und kreieren neue, starke Glaubenssätze, mit denen wir dann arbeiten. Das wollte ich unbedingt nochmal aufgreifen, weil das war sowas, was sich so durch das Buch gezogen hat und was ich da schon sehr, sehr interessant fand. Übrigens, wenn euch die zwei Textstellen, die ich jetzt mittlerweile schon vorgelesen habe, auch so ein bisschen gefallen haben, beziehungsweise wenn ich jetzt gleich noch ein bisschen was auf den Inhalt eingehe, es gibt das Buch gerade als E-Book für 99 Cent, also richtig, richtig günstig, wenn ihr E-Book-Leser seid. Und würde mich freuen, wenn ihr mitlest. Es gibt dazu auch einen Hashtag, die Social-Media-Leserunde, den Hashtag könnt ihr dann sehr, sehr gerne benutzen. Und vielleicht schickt ihr mir dann auch, welches eure liebste Textstelle ist. So ein bisschen zum Inhalt. Also wir haben schon mitbekommen, es geht um Sophie. Sophie hatte eine schwere Kindheit, wurde dann in ihrer darauffolgenden Beziehung misshandelt
Und hat sich daraus aber befreit, hat sich da herausgekämpft, hat ein neues Leben für sich erschaffen. Aber gerade so in dieser Anfangszeit des neuen Lebens merkt man einfach, sie hat keinen Selbstwert. Also sie ist wirklich der Meinung, dass sie nichts wert ist und nichts kann. Sie hat kein Selbstbewusstsein. Sie sagt selber, sie weiß nicht, wer sie ist. Sie weiß nicht mal, was sie gerne mag. Weil zum Beispiel auch ihr Ehemann, jetzt Ex-Mann, ihr zum Beispiel auch vorgeschrieben hat, was sie für Kleidung tragen sollte. Also sie wusste gar nicht mehr, was ihr gefällt, was sie mag, weil sie sich das die letzten Jahre einfach nicht gefragt hat, weil es nur darum ging, ihm zu gefallen, es ihm recht zu machen, damit er sie ja nicht verlässt, so wie alle anderen zuvor. Und das kenne ich sehr, sehr gut, dieses Anpassen in einer Beziehung, um den Partner bei dir zu behalten, weil du Angst davor hast, verlassen zu werden. Und in ihrem neuen Leben trifft sie dann zum Glück auf Erik. Aber auch Erik hat so seine dunkle Vergangenheit. Der ist bereits Witwer, der ist alleinerziehend, hat eine kleine Tochter und musste auch erst wieder, nachdem seine Frau gestorben ist, den Weg zu sich selbst irgendwie finden. Und das ist halt das Schöne, die haben sich beide verloren, haben sich wiedergefunden als einzelne Person und haben aber auch zueinander gefunden. Und da wird in dem Buch viel, viel von Schicksal geredet. Also dieses Zusammenführen der zwei Personen, das war schon sehr schicksalhaft und sehr, sehr romantisch und sehr, sehr schön. Und in diesem Buch wird halt gezeigt, dass diese bedingungslose Liebe für jeden möglich ist. Wenn man sich dafür öffnet, wenn man wieder einen Weg zu sich selbst findet, zu seinem Bedürfnis, zu seinem inneren Kern, wenn man wieder man selbst ist und das nach außen ausstrahlt und offen ist für diese neue Liebe, dann kann eigentlich jeder von uns diese bedingungslose Liebe empfangen und erfahren. Und das hat sehr viel Mut gemacht und es waren viel dieser Momente beim Lesen drin, wo man dann richtig dieses eigene Bauchkribbeln hatte und so mitgefühlt hat. Und das war einfach sehr, 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 sehr schön. Und sowas verbinde ich einfach mit dem Sommer. Also Sommer ist für mich die klassische Zeit für Liebesgeschichten, für Geschichten, die Hoffnung bringen. Und also mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen und ich verlinke euch das wie immer unten in der Infobox. Also wenn ihr noch eine Leselektüre für den Sommerurlaub sucht, dann seht euch das gerne mal an. Und wie gesagt, wenn ihr E-Book-Leser seid, gibt es das Buch gerade für 99 Cent. Also das kann man wirklich natürlich machen. Ich habe ja lieber ein Buch in der Hand. Ich bin noch so ein klassischer Buchnerd, der die Bücher in der Hand haben möchte. Aber ich kenne viele, die einfach auch sehr, sehr gerne mal ein E-Book lesen. Vor allen Dingen im Urlaub, weil man das dann einfach so praktisch auf dem E-Book wieder irgendwie dabei haben kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, welches Buch ihr aktuell lest. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!